Yes. Hallo Freunde, einfach Peace heute mal. Neues Paket ist gekommen, ein kleines Unboxing, ich weiß nicht, was drin ist. Das Paket hat sich hier mit der Deutschen Post in die tiefste Provinz verlaufen, in den tiefsten Osten. Ja, Schlitzermesser, nicht in der Beschreibung. Ja. Hast du da bestellt? Sexspielzeug? Werbung? 10 Euro kriegst du hier. Deluxe Knife. With Sheet. Was heißt denn das? Sheet, 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 Sheet Code kenne ich. Aber wird bestimmt anders geschrieben. With Sheet. Hast du das bestellt? Musst du ja gemacht haben. Leute, ich weiß nicht, was das ist. Import Haller. Hallermesser? Bestimmt was für mich gewesen. Wolltest du mich überraschen? Wolltest du dich einkratzen, einschleimen, was auch immer? Kriegst nicht mehr Lohn. Leute, ich bin ganz nervös. Oh, guckt euch das an. Mm, so ein hässliches Paket. So gelb. Oh, so, genug der Schmuserei. Es ist schwer. Es ist ein Messer. Es ist ein seltsames Teil. Ach, Leute. Wurfmesser. Ist aber schön, dass du an mich gedacht hast, Kollege. Super schwer. Das ist ja ganz ähnlich wie dem, was ich aus Plaste da habe. Nur, dass die Dinger aus Metall sind. Ja. Die eisern schwer aus. Die machen ja Riesenwunden. Komm mal her, Test. Also, die sind sauschwer, Leute. 400 Gramm vielleicht? 450? Halbes Kilo? Dann müsste es ja ein ganzes sein. Nee, ist es nicht. Aber ihr hört. Ihr hört es. Das sind diese Ninja-Darts. Ich glaube, so waren die beworben worden. Link nicht in der Beschreibung. Macht der Kameramann sowieso nicht. Die kommen dann hier rein. Könnt euch um euren ranzigen Arm zwängeln. Und dann könnt ihr nachts auf die Jagd gehen. Nach. Na gut, Zombies sag ich jetzt mal. Nach ausländischen Zombies. Guckt euch das mal an. Das könnt ihr euch dann hier so rumzwängeln. Guckt euch das mal an. Hier, zack. Hier. Und dann Schlitz und zack. Und au, ist mir aus Versehen aus der Hand gerutscht. Oh, ich hänge fest. Also ich sag mal so, sau schwer. Gut, ich habe die mir anders vorgestellt. Jetzt, wo ich mich dran zurückerinnere. Ich dachte, es ist eine stinknormale Klinge. Aber das ist ja hier so eine richtige Dreikantklinge, das macht ja Löcher ohne Ende. Wenn wir damit auf den Kürbis hauen, wird der jämmerlich dran zugrunde gehen und verbluten. Das klang schon mal so, als wenn der Tisch kaputt ist. Okay, ist ein Loch drin. Leute, ja, kann ich jetzt nicht gegen maulen. Das Ding ist schwer, es wird fliegen. Es hat eine aerodynamische Griffform hier hinten dran. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Das hier vorne, die Spitze, könnte man wahrscheinlich selber noch spitzer feilen. Und ich suche mal das Pendant aus Plaste heraus, was ich da habe. Hat eine ganz ähnliche Spitze, ist nur ein bisschen größer und leichter. Die Dinger werden weiter fliegen. Ja. Ich meine, so viele Armholster, wie wir inzwischen schon haben, weiß man die ja gar nicht mehr, wo man die jetzt hier noch rumschnüren soll. Vielleicht um Hals, ums Bein, zwei übereinander, keine Ahnung. Ja, ist super, freue ich mich. Die waren auch nicht die Welt teuer, die Dinger. Die waren erschwinglich. Ja, Video auf über 10 Minuten gestreckt oder? Nein, noch nicht. Scheiße. 5 Minuten. Vierer bloß. Mensch, da kann man nur eben mal Werbung machen. Scheiße. Leute, Leute, also freue ich mich. Mehr kannst du dazu nicht sagen. Spitz. Eine richtige Schneide in dem Sinne haben die nicht. Das ist einfach bloß ein Stück Dreikantstahl. Stahl, apropos. Ja, magnetisch, ne? Also ist Stahl. Kann man überhaupt nicht maulen. Das hätte ja auch irgendein Zink-Druckkust-Mist sein können oder Plaste oder was auch immer. Was steht denn hier drauf? Taiwan. Warte mal. Taiwan. Das werde ich da nicht lesen können. Das ist nur so undeutlich hier unten reingestanzt. Mal einen Fokus drauf antippen. Piep.
Ja, das ist nur so unsauber ein bisschen reingestanzt. Also ich meine mal, Mensch, die Dinger werden fliegen, das müssen wir austesten. Ne? Wenn man die so hält, hier, na, ja, schöner Schwerpunkt, guck dir das mal an, hier, ausbalanciert. Die altern schwer aus. Kann man dazu bloß sagen. Zombies, ihr könnt kommen. Tschüss, Freunde.